So. Na, was meinst du, Keks? Oh, hast ja recht. Ja. Die Fotos hier, die habe ich alle selber gemacht. Und das ist mein Lieblingsfoto. Wird mein Lieblingsfoto. Mein Fritz-Fuchs-Fische-Foto. Ich muss es nur noch machen, aber dafür habe ich was besorgt. Ein Unterwassergehäuse. Die Kamera hatte ich schon. So, zumachen. Und jetzt kann ich Fotos unter Wasser machen, ohne dass die Kamera nass wird. Ja, jetzt noch ein Testfoto. Ja, Keks. So. So, schön sitzen bleiben, schön sitzen bleiben. Alles klar? Cheese. Cheese. Dicht ist sie, meine Unterwasserkamera. Nur, die Fische lassen mich im Stich. Keine Flosse weit und breit. Da muss ich wohl tiefer runtergehen. Vor allen Dingen länger. Mit dem Druck da unten, da komme ich schon klar. Ich muss nur kräftig in die Nase pusten für den Druckausgleich. Aber ob die Luft reicht? Es gibt ja Profis, die kommen mit einem Atemzug ganz tief runter und das minutenlang. Tja, was den Meeressäugetieren wie den Delfinen offenbar spielend gelingt, ist für uns Menschen nur durch hartes Training zu erreichen. Die besten Taucher dringen über 200 Meter weit in die Tiefe vor. Der Weltrekord im Luftanhalten unter Wasser liegt bei 9 Minuten und das alles ohne irgendein Atemgerät. Apnoe-Taucher nennt man die waghalsigen Sportler, die sich mit nur einem Atemzug so lange wie möglich unter Wasser halten. Mit speziellen Atemübungen und viel Konzentration bereiten sich die Sportler auf ihre Wettkämpfe vor. Nase zu und ab dafür. Hinab in die Tiefe, diesmal allerdings mit einem Schlitten, der den Apnoe-Taucher nach unten zieht. Müsste er selber paddeln, würde er zu viel Sauerstoff verbrauchen. Rettungstaucher sind in der Nähe und passen auf, dass nichts passiert. Ist nämlich ganz schön gefährlich. Doch so sehr sich die Menschen auch anstrengen, bei den Delfinen sehen die Tauchübungen viel spielerischer aus. Aber die leben ja schließlich auch im Wasser. Ich hab was gefunden. Keine Fische. Irgendwas aus Metall. Das scheint ziemlich schwer zu sein. Damit müsste ich das Ding rausholen können. Eine Kanonenkugel oder ein altes Schiffsteil? Oder ist das vielleicht ein Schatz? Das ist ja Gold. Nee, eher Messing. Das sieht aus wie... Wie ein Taucherhelm? Hallo Fritz. Hallo Christina. Ja. Das kann sein. Was meinst du, wie lange der da unten gelegen hat? Hm? Der sieht auf jeden Fall richtig antik aus. Mhm. Hast du den wirklich hier aus dem See? Mhm, den habe ich da vorne gefunden. Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Also ich finde ja nur immer sowas hier. Ach, eine Unterwasserkamera. Genau so eine habe ich auch. Das ist ja sehr interessant. Hast du auch sowas hier? Mein Boot! Gut, dass du Aufsicht hattest. Wie kommt das jetzt hierher? Du hast nur Glück gehabt. Die Strömung treibt ja ausnahmsweise mal alles an Land. Weißt du was? Für so einen alten Helm zahlen Sammler eine Menge Geld. Willst du, dass ich mal bei mir im Tauchclub frage? Da kriegst du das gute Stück bestimmt verkauft. Verkaufen? Nee, da fällt mir was Besseres ein. Na, da bin ich aber gespannt.
Na? Ja. Der sieht doch fast wieder aus wie neu. Und sogar das Glasfenster ist noch in Ordnung. Noch ein paar Kleinigkeiten dazu und dann habe ich die perfekte Ausrüstung für meine Unterwassersafari. Ich habe mich im Internet schon mal ein bisschen schlau gemacht. Diese Modelle hier, die sehen alle so ähnlich aus wie mein Tauchhelm. Und die sind alle zwischen 1920 und 1960 gebaut worden. Das ist also ein richtiger Opa-Helm, mein Fund. Aber es geht noch älter. Bevor diese Dinger gebaut wurden, gab es schon andere Tauchgeräte. Und die sahen manchmal sehr abenteuerlich aus. Vor 500 Jahren etwa fing alles an. Damals benutzte man solche Tauchglocken. Eine schlaue Idee. Die Luft bleibt drin und der Taucher kann unten raus. Aber immer nur so lange, wie er die Luft anhalten kann. Achtung! Doch auch in der Glocke ist der Sauerstoff schnell verbraucht. 150 Jahre später entwickelte man zusätzliche Atemschläuche. Schon besser, aber auch noch nicht ganz das Richtige für den Einsatz unter Wasser. Oh je. Nochmal 100 Jahre danach erfand man solche Luftpumpen. Ein Helm ersetzte die Taucherglocke, aus dem die verbrauchte Luft unten rausblubberte. Schon viel besser. Vorsicht! Tja, aber noch nicht ganz ausgereift. Der erste Taucheranzug aus Leder mit aufsetzbarem Helm. Fast perfekt. Vielleicht etwas schwer. Hoppla. Fehlt da was? Oh ja. Mit Luftschlauch sieht es schon viel besser aus. Durch ein Ventil im Helm kann die Atemluft entweichen. Es sei denn, das Ventil ist verstopft. Soll ja mal vorgekommen sein. Moderne Taucheranzüge und Helme sind sehr viel leichter. Und doch passieren auch heute noch, schwerwiegende Dinge. Heutige Sporttaucher benutzen Pressluft in Flaschen. So kann sich fast jeder selbst ein Bild von der geheimnisvollen Unterwasserwelt machen. Bitte recht freundlich. Dankeschön. Dich hat man nicht zum Spaß getragen. Und du bist auch nicht aus Kunststoff. Du bist ein alter Arbeitshelm. Aber was gibt's unter Wasser eigentlich zu arbeiten? Vielleicht liegt da unten ein Schiffswrack mit wertvollen Sachen drin. Und die wollte jemand bergen. Ja. Moment, wo habe ich denn? Das war doch neulich noch. Hier. Ja. Mhm. Seekarten der Region von 1890. Hier. Gewässer um die Nikolaibucht. In der Nikolaibucht laufen alldieweil Schiffe auf, da man die trügerisch seichte und steinige Stelle von der Wasseroberfläche nicht sehen kann. Manch teure Fracht ging hier verloren. Nikolaibucht. Na, aber ich habe den Helm näher am Strand gefunden. Es passt nicht zusammen. Moment. Christine hat doch gesagt, dass die Strömung Richtung Strand verläuft. Vielleicht lag der Helm ja früher weiter draußen und ist durch die Strömung Richtung Strand gespült worden. Wenn da draußen wirklich ein gesunkenes Schiff liegt, aus dem damals jemand Schätze bergen wollte, aber vielleicht nicht hat, dann muss ich da runter. Siehst du da die flache, steinige Stelle? Nee. Kannst du auch nicht. Haben früher die Schiffskapitäne auch nicht gesehen. Deshalb sind da andauernd Schiffe aufgelaufen und abgesoffen. Habe ich aus einer historischen Quelle. Also an der Stelle bin ich noch nie getaucht. Christina, wenn wir Glück haben, liegt da unten ein Wrack voll mit wertvollen Schätzen. Ich brauche bloß noch einen passenden Tauchanzug für meinen Helm und dann... Wenn du da wirklich runter willst, dann musst du tauchen lernen. Sport tauchen. Okay, bringst du es mir bei? Am besten gleich? So einfach ist das nicht. Außerdem habe ich hier noch zu tun. Dann vielleicht in einer Stunde. Also gut, in zwei.
Hi. Siehst fast aus wie ein Taucher. Aber ein bisschen was hast du noch falsch gemacht. Komm mit, ich helfe dir. Achtung. So. Siehst du? Ah. Hiermit kontrollierst du den Auf- und Abtrieb unter Wasser. Viel Luft und du steigst nach oben. Und keine Luft mehr oder wenig und du tauchst ab. Na dann ab in die Unterwasserwelt. Erstmal lasse ich mich runtersinken. Ich lasse die Luft aus meiner Tarierweste. Ja, so komme ich schwerelos ins Schweben. Ausatmen, ich sinke ab. Einatmen, ich steige wieder auf. Na, prima. Ganz gemütlich so unter Wasser zu liegen. Reden kann man ja unter Wasser nicht, also mache ich das Okay-Zeichen. Okay. Na, was hat sie denn? Ah, die Brille ist vollgelaufen und sie sieht nichts. Ha, sie will mir zeigen, wie man das Wasser rausdrückt. Anheben und kräftig Luft rausdrücken. Ausblasen nennt man das. Das werde ich auch gleich mal versuchen. Anheben und kräftig durch die Nase pusten. Das ist schon viel besser. Okay. Hä? Mir die Zunge rausstrecken? Na, das kann ich auch. Gut gemacht. Aber denk dran, immer schön langsam auftauchen. Und das Einatmen und vor allem das Ausatmen nicht vergessen. Warum eigentlich langsam auftauchen? Ich kann doch viel schneller. Das kannst du, aber ich erkläre dir das mal. Oh nein, wir beide, wir machen jetzt den Ballontest im Tauchturm. Ballontest? Was ist das? Wart ab. Wir können dann abtauchen. Das heißt, wir dürfen einsteigen? Okay, danke, Dieter. Da soll ich runter? Hast du jetzt Angst oder was? Quatsch. Na, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen unheimlich ist das schon, in so eine Röhre zu steigen. 8 Meter geht es in die Tiefe. Wir wollen ja einen Test machen, den Luftballon-Test. Ein Ballon wird unter Wasser aufgeblasen, so wie meine Lunge, wenn ich einatme. Der Druck in 8 Meter Tiefe ist ganz schön heftig. So, jetzt wird der Ballon noch verknotet. Na, ja, okay. Aha, ich soll mit dem Ballon aufsteigen. Je höher ich komme, desto mehr lässt der Wasserdruck von außen nach. Der Ballon wird immer größer, immer praller und dicker. Jetzt wird's spannend. Die Luft im Ballon dehnt sich weiter aus. Kurz bevor ich oben bin, passiert es. Plitsch, der Ballon ist geplatzt. Das Experiment war erfolgreich. Die Lunge ist wie so ein Ballon. Wenn man nicht aufpasst, kann sie platzen. Das ist lebensgefährlich. Und deshalb müssen Taucher langsam aufsteigen und dabei ständig ein- und vor allem ausatmen. Und? Hast du alles verstanden? Ich glaube, jetzt bin ich fit für die Schatzsuche. Na dann. Wo ist denn nun diese legendäre Stelle, hä? Stopp! Stopp! Hier muss es irgendwo sein. Also flach und steinig sieht das hier nicht aus. Kannst du einen Anker werfen? So, Fritz. Und nicht vergessen,
Wir bleiben immer schön nah beieinander. Man weiß ja nicht, was uns da unten erwartet. Na dann mal los. Oh, wen haben wir denn da? Das ist ein großer Wels. Ist für Taucher ungefährlich, aber als Fisch würde ich mich jetzt aus dem Staub machen. Oh, die Karpfen hier, die brauchen, glaube ich, keine Angst zu haben. Die sind ja groß genug. Muscheln gibt's hier ja auch. Vielleicht sind da sogar wertvolle Perlen drin. Da, ein Edelkrebs. Ist wohl auf Futtersuche. Hübsche Zebrastreifen. Das müssen Jungbarsche sein. Sie behalten ihre Streifen, bis sie erwachsen sind. Ah, so sehen Seerosen von unten aus. Ein gutes Versteck für einen Hecht, der beim Jagen unbeobachtet bleiben möchte. Vorsicht, ihr Weißfische. Er hat's auf euch abgesehen. Was denn? Alles okay? Ja, alles okay. Ach nee, das heißt auftauchen. Na dann, wollen wir mal... Mann, ist das schön da unten. Wo ist denn jetzt dein Schatz? Ha? Hey, ihr da. Müsst ihr Taucher einem noch die letzten Fische vertreiben? Oh, Entschuldigung. Das war nicht mit Absicht. Wir wollten gar nicht so nah am Ufer tauchen. Wir suchen eine flache Stelle. Weit da draußen. Eine flache Stelle? Gibt's hier nicht. Sind Sie sicher? Naja, vielleicht früher mal. Aber als sie vor 50 Jahren den Schiffsanleger gebaut haben, da wurde ja alles ausgebaggert. Genau. Gibt's da nicht gerade eine Ausstellung? 50 Jahre Hafenausbau oder so? Ja, in diesem neumodischen Aquarium. Oh. Ha! Da weiß doch was! Ist das ein Brocken? Hilfe! Hä? Wo ist er denn? Oh, Entschuldigung, ich glaube, die brauche ich noch. Tja, hier bin ich richtig und das gleich zweifach. Mein Helm findet bestimmt einen schönen Platz in der Ausstellung und ich kann endlich mein Lieblingsfoto machen. Und mal von oben. Oh. Hoppla, Entschuldigung. Keine Sorge, Steinfischer beißen nicht. Steinfischer? Ja. Aber das ist doch ein Taucheranzug. Steinfischer sind Taucher. Besser warm. Die holen die dicken Steinbrocken, wenn irgendwo gebaggert wird. Ich zeige Ihnen mal was. Ach, sind das Bilder vom Hafenausbau? Ja. Und das bin ich. Da war ich noch ein richtiger Jungspund. Und da lege ich die Klemme an den Stein. Das ist der Job der Steinfischer. Und mit der dicken Kette wird der Stein dann an Bord gehievt. Das ist aber ein ziemlich harter Job, hm? Und wie? Interessieren Sie sich für Taucherei? Ja, ich bin neuerdings auch Taucher. Schatztaucher sogar. Ich habe nämlich auch was gefunden. Warten Sie mal. Vielleicht finden Sie für den ja noch einen schönen Platz in Ihrer Ausstellung. Ist das nicht mein alter Trägerhelm? Meine alte Eume ist wieder aufgetaucht. Da, auch die Seriennummer stimmt. Wie? Das ist Ihr Helm? Aber ganz sicher. Damit habe ich alle meine Tauchgänge gemacht. Und den wollen Sie uns ausleihen? Ausleihen? Nee. Den gebe ich Ihnen zurück. Ist ja schließlich Ihr Helm. Wirklich? Was für ein Fund. Ein wahrer Schatz, den Sie da geborgen haben. Wie kann ich Ihnen danken? Och, ich hätte da schon eine Idee. Ich brauche doch noch ein richtig buntes Fritz-Fuchs-Fische-Foto. Haben Sie schon mal im Meerwasserparadies getaucht? Inmitten all der schönen Fische? Nee, leider noch nicht. Das muss faszinierend sein. Dann kommen Sie mal mit. Na, wer hätte das gedacht, dass ich doch noch im Meerwasser tauchen kann?
Ja, alles okay. Ein Korallenriff. Hier ist das Tauchen besonders schön. Zwischen bizarren Formen und Schwärmen von Fischen. Wer Glück hat, kann sogar Meeresschildkröten beobachten. Na komm schon. Am Riff scheint der Tisch für die Tiere reichlich gedeckt. Da, ein Rotfeuerfisch. Sieht aus, als hätte er sich in einer Gardine verfangen. Oh, die sind ja bunt. Bunter geht's nicht. Oh, Adlerrochen. Die heißen so, weil ihre Köpfe an die Raubvögel erinnern. Kaum ein anderes Tier gleitet so elegant durchs Wasser wie sie. Auch Ammenhaie tummeln sich am Riff. Diese sind aber längst nicht so gefährlich wie ihre Verwandtschaft auf hoher See. Ein Oktopus kann einfach seine Farbe verändern, um sich zu verstecken. Wenn Gefahr droht. Muränen lauern stets auf Beute. Für Menschen sind sie jedoch ungefährlich, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt. Nur wer starke Lampen dabei hat, sieht, dass auch in der Tiefe des Meeres Pflanzen und Tiere leben. Wie hier zum Beispiel. Oder da, Krebs. Vielleicht finde ich hier auch ein paar hübsche Fische für mein Foto. Ja, Leuchtfische. Lalalalalala. Huch. Na, Keks? Wie gefällt dir das, hm? Was denn? Hängt doch jetzt gerade. Ach so, verstehe. Du hast keine Lust mehr, die anderen Tiere anzuschauen. Du hast ja völlig recht, Keks. Jetzt bist du dran. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber wir drehen jetzt noch eine Runde. Tschüss. Na komm. Na komm, Keks. Na Keks, komm, du. Ja, fein. Du Seehund. Oh, nö. Ja, du. Na komm. Na, wo ist das Stöckchen?